Eines der mächtigsten und wunderbarsten Dinge, von denen uns die Heilige Schrift berichtet, ist das Pfingstereignis in Jerusalem, was in Apostelgeschichte 2 zu finden ist. Wir wissen, dass dort der Heilige Geist fiel auf die anwesenden Jünger im Obergemach. Wir gehen von 120 Personen aus, die dort zusammen waren. Und es heißt, dass ein Brausen vom Himmel kam wie ein mächtiger Wind, dass das ganze Haus erfüllt wurde, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er, nämlich der Heilige Geist, setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir wissen, dass dieses Ereignis, dieses Pfingstereignis, die Geschichte der Welt geändert hat. Das Pfingstereignis war die Geburtsstunde der Gemeinde, die Geburtsstunde des Leibes Jesu, die Geburtsstunde der Kirche und hat unvorstellbare Auswirkungen gehabt. Die Jünger, die zuvor sich dort in diesem Obergemach getroffen haben, wurden zu vollmächtigen Zeugen und ihrer Verkündigung des Evangeliums folgten Zeichen und Wunder als Bestätigung. Direkt im Anschluss an dieses Pfingstereignis, noch am gleichen Tag, hält Petrus eine Predigt. Und diese Predigt ist sehr interessant, wenn wir uns die etwas genauer anschauen, weil er sagt nämlich, das, was hier geschehen ist an diesem Pfingsttag, ist das, was im Propheten Joel vorhergesagt wurde. Und da heißt es, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, eure Alten sollen Träume haben. Und auf meinen Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wenn wir uns das anschauen, was die Prophetie von Joel sagt und was das, was uns die Apostelgeschichte offenbart über das, was dort geschehen ist, dann stellen wir fest, da gibt es nahezu nichts, was übereinstimmt. Das, was dort in Jerusalem geschehen ist an diesem Tag, Feuer und diese Zungen und das Predigen in anderen Sprachen und der mächtige Wind werden bei Joel nicht erwähnt. Und das, was Joel sagt, Weissagung, Gesichter, also Visionen und Bilder, Träume, werden in der Apostelgeschichte gar nicht aufgeführt. Und das ist ein interessanter Aspekt. Trotzdem sagt Petrus, das, was ihr hier seht, ist genau das, was Joel vorhergesagt hat. Das bedeutet, das ist Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was übernatürliche Dinge bewirkt, was übernatürliche Dinge freisetzt, die ganz unterschiedliche Erscheinungsformen haben können. Aber das, was Joel gesagt hat, ist das Gleiche, was hier geschieht. Es ist die gleiche Qualität, es ist das gleiche Ereignis. Obwohl die Dinge, die dabei herausgekommen sind, leicht unterschiedlich sind. Und Joel sagt, dass er von den letzten Tagen spricht. Und deshalb dürfen wir erwarten, dass in den letzten Tagen, in denen wir leben, das, was er verheißen hat, geschieht. Dass ein neues Pfingsten kommt. Dass Pfingsten immer wieder geschieht. Dass immer wieder Ausgießung des Heiligen Geistes kommt und immer wieder neu wir mit übernatürlichen Krafterweisungen von Gott ausgestattet werden. Das, was Joel gesagt hat, steht noch aus. Hier heißt es, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das ist noch nicht geschehen. Ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und deshalb dürfen wir uns danach ausstrecken und dürfen erwarten, dass Gott mehr für uns hat. Lass dir nicht erzählen, dass das, was damals zu Pfingsten geschehen ist, alles ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Dass das das ganze Paket ist, was er uns geben will. Dass es nicht mehr gibt. Und lass dir nicht erzählen, dass das damals mit den Aposteln aufgehört hat.
Die Kirchengeschichte berichtet etwas völlig anderes. Es gab immer und immer und immer wieder mächtige geistige Aufbrüche, mächtige Krafterweise Gottes, mächtiges Wirken, übernatürliche Dinge. Und in den letzten 100 Jahren haben diese Dinge ganz, ganz massiv zugenommen. Und wir erleben momentan auf der Welt eine mächtige Offenbarung von übernatürlichen Krafterweisungen Gottes. Heilungen, Zeichen, Wunder, mächtige Bekehrungswellen, Erweckung überall, wenn wir uns die Mühe machen, mal danach zu schauen. Und deshalb darfst du erwarten, dass auch Gott für dich etwas hat, was über das hinausgeht, was du bis jetzt erlebt hast. Gott hat auch für dich ein echtes, richtiges, originäres Pfingsten. Ich bin gewiss, Gott hat viel mehr für dich, als du dir bis jetzt vorstellen kannst.